Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Herzlich willkommen beim Podcast Nummer 33. Die Nummer 32 war was ganz Spezielles mit Wolfgang Schäuble, davor Dieter Beine. Ich habe ihn schon dreimal angekündigt, jetzt bin ich endlich da in Bad Schwalbach bei Günter Berzlist von der Schwäbchenmolkerei. Günter Berzlist, Jahrgang 67, ledig aber liiert, drei Töchter, Beruf, ja ich sage jetzt mal Molkereibesitzer in Bad Schwalbach, ist das richtig? Hallo Günter. Hallo Stefan Schröder, vielen Dank fürs Kommen und selbstverständlich lasse ich so Kapazitäten wie an Wolfgang Schäuble den Vortritt. Und mit der Schnapszahl 33. Podcast kann ich mich gerne anfreunden. Schön, dass das heute klappt. Der Reihe nach, ja, du hast ja eben schon eigentlich sehr viel zusammengefasst. Das sind so ein paar Eckpunkte in meinem Leben. Molkereibesitzer trifft die Sache vielleicht nicht ganz so eng auf den Punkt, aber in der Tat kümmert sich meine Familie seit 82 Jahren um die Milch in Hessen. Du triffst jetzt im Urlaub auf Mallorca jemanden und der fragt, was bist du denn, was sind Sie von Beruf, was sagst du dem? Ein einfacher Molker oder ein einfacher Kaufmann? Okay. Übrigens, wir müssen erklären, warum wir uns duzen. Es ist nicht bei der Milch passiert, sondern in Wiesbaden beim Wein eher, ne? Über die Rheingauer Weinwoche. So, jetzt ist das schon mal geklärt und das haben wir auch nicht geändert. Richtig, auch da habe ich ja immer die Freude, an dem Weinstand ja teilzunehmen. Und da bringt er immer Spundekäse mit. Richtig. Und Caffredo, der Mann lebt für seine Produkte, davon werden wir nachher noch mehr hören. Wann hast du zuletzt eine Kuh selbst gemolken? Vor einem halben, dreiviertel Jahr. Echt? Auch Just for Show für den Hessischen Rundfunk? Oder nein, nicht das Just for aus Show. Aus Leidenschaft machst? Aus Leidenschaft. Das ergibt sich natürlich A, aus dem engen Kontakt, ja, den wir hier zur bäuerlichen Basis haben. Und es war auch schon zu meines Vaters Zeiten so, dass also der Kontakt mit den Landwirten Aufgabe der Unternehmensführung ist, des Vorstandes ist. Und da ist man eben ab und zu mal auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, auch in Verbindung mit entsprechenden Verbänden, Bauernverbänden. Mhm. Es gibt ja auch da entsprechendes Wettmelken. Ich schneide da nicht sonderlich gut ab, ja, das muss ich dazu sagen. Aber ich kann als Schwäbchenvertreter auch nicht nebendran stehen und ja zugucken. Kommt bei dir was raus bei der Milch? Ja, es Grüße. Kommt was raus. Und dass die Milch warm ist, wenn sie aus dem Euter der Kuh kommt, das erschreckt mich auch nicht mehr. Ja, okay. Wie wird man denn Molkereibesitzer? Die Frage stellst du mir, du bist nicht der Erste, der mir diese Frage stellt, von daher bin ich auf die Frage wenigstens ein bisschen vorbereitet. Ich würde vielleicht in meiner Generation, Baujahr 67, sagen, weil ich als Junge in den Milchtank gefallen bin. Ja, wie Obelix in den Zaubertrank. Ja, genau. Das heißt, Vater, auch Günther. Ja, richtig. Großvater, Jakob. Richtig. Das sind beides schon Führer, Leiter dieses Unternehmens genau gewesen. Genau, wir haben das 1938, 39 in kleinsten Maßen begonnen. Für mich persönlich, sage ich aber mal, hat das vielleicht anfangs gar nicht die große Rolle gespielt. Ich bin seitens des Elternhauses nie gezwungen oder gedrückt worden, später in das Unternehmen einzusteigen. Man hat mir da sehr viel Freiräume gelassen. Auch bei meinem Vater habe ich als Jugendlicher in Erinnerung, dass er Schwierigkeiten, Probleme, die es damals genauso gab wie heute, es waren nur andere, nie in die Familie reingetragen hat. Er konnte das immer sehr gut trennen und ich glaube, das ist auch etwas, was ich heute für mich versuche. Und dadurch bin ich als Jugendlicher relativ unbeschwert aufgewachsen. Das war die Schulzeit in Wiesbaden, danach die Entscheidung auch Richtung Studium. Ich habe mir da eigentlich über ein klassisches betriebswirtschaftliches Studium alle Optionen für den späteren Berufsweg offen gelassen. Natürlich war das Thema Milch und Molkerei immer mal beim Abendessen oder am Wochenende Thema. Ja, klar. Aber das war kein Neudeutsch-Nudging, das ich dahingeschoben wurde. Irgendwann mal hat sich das Interesse von meiner Seite eigentlich selbst entwickelt. Hast du da so mal in den Semesterferien gejobbt hier oder wie kam die Annäherung? Oder wurdest du einfach verpflichtet? Nein, richtig. Das spielt vielleicht auch eine große Rolle. Als Teenager habe ich also hier auch, wenn ich da in den Urlaub fahren wollte, im Lager kommissioniert, Paletten gezogen und auf die LKWs geschoben. Ja.
in der Produktion gestanden und Becher in die Abfüllanlagen eingesetzt. Übrigens, weißt du noch den Stundenlohn? Nein, lieber nicht. Das macht heute auch keiner mehr von Hand wie damals. Das ist alles heute automatisiert. Später natürlich auch parallel zum Studium hier und da mal in der Buchhaltung ausgeholfen. Chef zu sein, Verantwortung für fast so um die 400 Mitarbeiter zu haben, auch der wichtigste Unternehmer zum Beispiel hier in Bad Schwalbach zu sein, wenn man die Kreisverwaltung vermutlich ausnimmt, kann man da in diesen Zeiten ruhig schlafen? Nimmst du Tabletten? Aber nicht dafür. Nein, auch auf die Frage bin ich ein kleines bisschen vorbereitet, weil man im Laufe seines Lebens in den letzten 10, 20, 25 Jahren auch immer gefragt wird, unabhängig von der aktuellen Situation rund um Corona herum, Covid-19, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit der Verantwortung um und tagtäglich auch? Und dann ist das Ganze auch noch deine eigene Scholle, also ein Stück weit zumindest deine eigene Scholle. Und da muss ich sagen, zum Teil denkt man da im Detail gar nicht so sehr darüber nach. Also bis im wahrsten Sinne des Wortes auch reingewachsen? Man wächst da irgendwo rein und die Verantwortung ist einem schon bewusst, aber sie zollt einem nur Respekt ab. Ja. Keine Angst, das wäre ein ganz schlechter Ratgeber. Ich sage mal so, was ich vom ersten Tag an in der Milch festgestellt habe, auch bei uns, so ein Unternehmen bietet auch mittelständisch, wie wir sind bei Schwäbchen, ein hohes Maß auch an Möglichkeit der Selbstverwirklichung. Mhm. Wir sind ein Industrieunternehmen, eine Molkerei ist ein Industrieunternehmen, die Vielzahl unserer Geschäftspartner, die Milcherzeuger, die eigenen Mitarbeiter, sind ja nur ein Teil. Unsere Kunden, die Verbraucher, der Handel, alles, was so ein Industrieunternehmen an Handwerk mit sich bringt, ist eine Vielgestaltigkeit an Ansprechpartnern. Im Bereich der Landwirtschaft, sagen wir mal, kannst du heute im Jahr 2020 noch Verträge mit Handschlag machen. An die sich beide halten. An die sich beide halten, mit ganz ehrlichen, bodenständigen Menschen, die zwar auch mal derbrustikal die ihre Meinung sagen oder regelrecht geigen, wie es in den Wald rein schreit, halt es dann auch zurück. Auf der anderen Seite natürlich auch Geschäftspartner mit weißem Kragen und Krawatte, wo hochformal Dinge besprochen, verhandelt oder auch abgeschlossen werden. Ihr seid eine Aktiengesellschaft. Richtig. Ja. Und diese Vielseitigkeit eines Unternehmens, diese Möglichkeit der Selbstverwirklichung auch auf einer eigenen Scholle, das ist unglaublich groß. Bin auch selbst, glaube ich, sehr bescheiden. Mir ist schon klar, im Rahmen meiner eigenen Möglichkeiten würde ich sowas alternativ ja nicht aufbauen können. Ja. Ich habe da ja schon auf was aufgesetzt. Aber da bringt man ja auch Opfer. Ich denke mal an die vielen Unternehmen, wo der Generationenwechsel nicht so reibungslos funktioniert. Ihr habt ja Vater und Sohn eine Zeit lang auch zusammen in der Unternehmensführung gesessen. Ja, das haben wir sogar sehr gut miteinander getan. Nur eins vorab, man hört und liest, auch im Wiesbadener Kurier, immer mal oder meistens von den nicht so glücklich gelaufenen Generationenwechseln oder Übergängen. Meistens aber funktionieren diese Übergänge sehr wohl und dann geräuschlos. Nur die Berichte gehen immer über die Fälle, wo es gar nicht funktioniert. Zum Schreiben, ja. Ich sag mal so, was bei meinem Vater und mir gut funktioniert hat, war zum einen, dass wir uns, wie ich hier 1998 nach Bad Schwalbach kam, fachlich die Aufgabengebiete klar getrennt haben. Von daher gab es fachlich keine Überschneidung. Und in den Jahren danach konnte er gut loslassen. Und ich habe auf der anderen Seite auch gewollt. Ich glaube, dass sowas wie das Unternehmen Schwäbchen, das ist ja nicht nur die Molkerei, ist ja auch unser Frischdienst in Mainz, zu führen, sowas muss man wirklich wollen. Ja. Zu 100%, ja, auch mit Einschränkungen im privaten Bereich, auch mit Einschränkungen in Bezug auf räumliche Bewegungsfreiheit. Man macht ja losgelöst keine eigene Karriere mehr. Man hat ja einen relativ kurzen eigenen Lebenslauf, weil ja die eigene Vita mit dem des Unternehmens verbunden ist. Intrinsische Motivation kommt aus dem Unternehmen heraus. Genau. Und also seit 98 in der Unternehmensführung und Alleinführung, seit wann? Das war 2004, wobei ich natürlich schon sage, mein Vater ist damals in den Aufsichtsrat gewechselt und er war noch stand da. Natürlich im Hintergrund dann immer noch zur Verfügung. Ja, klar. 15 Mitarbeiter am Anfang, 25, 75, 200, heute fast 400 und trotzdem einer alleine an der Spitze. Geht? Ja, das geht.
Der größere Geschäftszweig ist ja unser Frischdienst in Mainz. Da haben wir ungefähr 250 Mitarbeiter. In der Molkerei sind es 150 Mitarbeiter. Das geht zumindest so lange und so gut, wie man weiß, dass man wirklich tolle Leute hat. Mhm. Ich glaube, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, weil das Molkereigeschäft von dem Großverbraucherhandel im Frischdienst völlig losgelöst und unterschiedlich ist. Das eine ist Industrie, das andere ist Handel. Und ich habe in beiden Geschäftsfeldern auf Führungsebene wie auf Abteilungsebene wirklich tolle Leute. Toll klingt flapsig, soll aber wirklich deren fachlichen Background, deren charakterlichen Background und auch deren Herzblut für Schwälbchen umfassen, wo ich sage, nach außen ist das vielleicht medial auch stärker auf mich als Person zugeschnitten, aber ich bin da wirklich nur ein Zahnrad von ganz vielen. Also ich habe da wirklich unwahrscheinlich viel kompetente Leute im Hintergrund. Könnte mir vorstellen, dass Schwälbchen auch ein Arbeitgeber ist, bei dem Generationen beschäftigt sind. Habt ihr solche Dynastien in der Arbeitnehmerschaft? Ja, das zeichnet sich nicht nur in der Unternehmensspitze ab. Das haben wir, dieses familiäre Denken auch. Wir sind eine kleine börsennotierte AG, aber wir denken wirklich nicht in Quartalen. Wir denken noch nicht mal in Jahresberichten. Wir denken wirklich in Dekaden und Generationen. Und wir haben hier an anderer Stelle auch Vater, Sohn, Töchter, auch Brüder, Geschwister, Konstellationen gehabt. Mhm. Auch schon Heiraten gestiftet? Auch das hat es hier im Unternehmen schon gegeben. Also da glaube ich schon, dass das eine Rolle, das findet immer statt. Wir müssen zur Basis zurück. Der Rohstoff ist die Milch. Und wenn man da im Internet recherchiert oder sein Gedächtnis strapaziert, tauchen auf: Milch macht müde Männer munter. Jawohl. Die Milch macht's, wenn's Schee macht. Oder auch ein Lieblingsspruch: Milch ist gut gegen Maroditis. Warum braucht man für solch eine Selbstverständlichkeit, für solch ein Produkt, was eigentlich jeder im Schrank hat, warum braucht man dafür Werbung? Also die ersten Slogans, die du eben genannt hast, die stammen ja noch so aus den 80er, 90er Jahren, als es auch die berühmte CMA noch gab. CMA ist? Die zentrale Marketinggesellschaft gewesen, die wurde dann aufgelöst. Ich sage mal so, Milch ist ein Grundnahrungsmittel und Milch ist vor allem ein gutes und auch ein schönes Lebensmittel. Aus Milch kann man ja eine wunderbare Vielfalt an Milch- und Käseerzeugnissen. Er muss hier nur mit der Hand über den Tisch weisen, dann sehe ich schon, was da alles draus geworden ist. Richtig, aber selbst wenn wir mal Milch, Sahne, Quark und Joghurt und kalten Kaffee und solche Artikel, die Spundekäse, grüne Soße verlassen, wenn wir an die Vielfalt einer Käsetheke denken, wenn wir an Milchbestandteile in Süßwaren, in Backwaren denken, wenn wir im Snackbereich an eine Pizza oder so denken, wo sich Käse, also wenn man wirklich mal sich überlegt, auch in weiterverarbeitenden Produkten, Torten, Kuchen. Ja. Auf der Pizza ist der überall, Büffelkäse, ne? Genau. Das ist jetzt mal dahingestellt, auch von der Kuh oder dem Büffel, die hat mehr Fett. Ja, das ist aber dann schon der Unterschied und denke, ne? Da muss man sagen, das Maus, die Lebensmittel, die Nahrungsmittel ohne den Grundrohstoff Milch in der Form gar nicht mehr vorstellbar sind. Dass vielleicht der Liter Milch getrunken nicht mehr so populär ist, wobei das ganz aktuell durch Corona sogar wieder sich gedreht hat. Aber in den letzten Jahren die klassische Konsummilch, gewisse Absatzverluste oder Mengenverluste im deutschen, auch im europäischen Markt, sogar im weltweiten Markt hinnehmen musste. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen an der Dynamik in der Gesellschaft, in neuen Ernährungsweisen, in neuen Ernährungsmustern. Kommen wir gleich auch nochmal drauf. Ja. Aber insgesamt kommt man also an der Milch und dem, was man draus machen kann, nicht drumherum. Und natürlich bietet in der heutigen Zeit, Stichwort Nachhaltigkeit, Tierwohl, Tiergesundheit, auch Regionalität, das Thema Milch immer ein Punkt, um den auch viele gesellschaftliche Gruppen kreisen und auch eine Meinung zu haben. Und auch ein Liter Milch, ein Becher Sahne, ein Päckchen Quark jeden Tag aufs Neue zu verkaufen, das ist natürlich in der heutigen Zeit auch etwas anderes wie früher. Ihr steht unter strenger Beobachtung. Ich sage jetzt nicht nur von den staatlichen Stellen, sondern richtig, gesamtgesellschaftlich. Kürzlich habe ich gelesen, da wurde eine Molkerei deshalb im Internet, ich sag mal, angekäst, weil da von Weidehaltung die Rede war und die Viecher standen aber alle im Stall. Also wie natürlich
ist denn noch die Herstellung? Wie nah bin ich als Verbraucher an dem Produkt? Ich habe gelesen, 20.000 Kühe arbeiten für dich. Ja. Ja, verteilt auf, ich sag mal, vom Edersee bis zum Odenwald, die Richtig. Höfe in etwa. Sind die tatsächlich, ist das humaner geworden, wie man mit den Tieren umgeht? Sind die, oder ist die, ich meine, man hat ja so Bilder von fast industrieller Herstellung vor Augen. Wie wichtig ist das für euch, wenn ihr mit den Bauern Kontakt habt, wie die Tiere gehalten werden und auf welche Weise die Milch gewonnen wird? Das ist für Schwäbchen ein ganz wichtiger Punkt. Und was ich eben gerade über die Unternehmens- oder Betriebsgeneration sagte, das ja. spiegelt sich parallel dazu auf unserer landwirtschaftlichen Seite 1:1 wieder. Mhm. Ne, wir arbeiten da seit Jahrzehnten und auch generationenübergreifend mit Landwirten zusammen. Ich will nicht sagen, dass ich jeden kenne. Und ich will ja. auch nicht sagen, dass ich bei jedem schon im Stall war und gemolken habe. Aha. Aber einen Großteil der Landwirte kennen wir hier wirklich persönlich. Das sind alles bäuerliche Familienbetriebe, die vielleicht ein, höchstens zwei fremdangestellte Mitarbeiter haben, die im Schnitt 65, 66 Tiere im Stall halten. Mhm. Ja, Geografie ja. ungefähr von nördlich vom Edersee bis fast runter am Neckar und vom Westerwald bis tief in den Vogelsberg. Das ist so ein bisschen der geografische Brit. Daraus generieren wir übrigens auch für uns die Regionalität, den Anspruch, ja. ein regionales Unternehmen zu sein, einschließlich unserer Betriebsstätte hier in Bad Schwalbach. Die Vermarktung übrigens auch fast ausschließlich zumindest von den sogenannten Milchbasisprodukten, Milchsahne, Quark, in dieser Region, aus der Region, für die Region. Und wir können ganz fest davon ausgehen, dass keiner unserer Milchviehhalter seinen Tieren, mit denen ja. er tagtäglich zusammenarbeitet, die für ihn arbeiten, dass er denen Böses will, ja, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Auch gerade die jüngere Generation, die jetzt bei den Milcherzeugern die Betriebe, die Höfe ja. übernommen hat, die wissen auch, dass eine gut behandelte, gut gepflegte Kuh, wo die Klauen geschnitten sind, wo auf die Eutergesundheit geachtet wird, dass so eine Kuh leistungsfähiger ist, eine gesunde Kuh, auch von der Qualität her, bessere Milch gibt, wie es oftmals auch in den Medien gezeichnet wird. Jetzt lese ich als Laie, 8000 Liter Milch gibt eine Kuh alleine im Jahr, 26 Liter am Tag. Ist das vertretbar? Also habt ihr da einen Tierarzt oder gibt es da eine Zertifizierung, dass das in Ordnung ist und die Tiere damit auch einigermaßen leben können? Also wir haben zwischen den Molkereien und unseren Landwirten schon eine klare Schnittstelle. Wir holen die Milch bei den Landwirten ab, produzieren und verkaufen Milchprodukte und der Landwirt erzeugt die Milch und stellt sie der Molkerei zur Verfügung. Gleichwohl kümmern wir uns natürlich darum, dass bei unseren Landwirtschaftsbetrieben alles mit rechten Dingen zugeht. Zwei Dinge aus jüngerer Generation sind für uns ganz wichtig. Die gesamte Schwäbchenmilch zu 100% ist gentechnikfrei erzeugt, mhm. was jetzt mal die Futtermittel angeht. Das ist übrigens auch ein oft diskutiertes ja. Thema. Das zweite ist, dass wir das sogenannte QM-Milch bei unseren Landwirten als Verpflichtung voraussetzen. QM ist Qualitätsmanagement Milch. Mhm. Das ist ein sehr umfangreicher Katalog an Kriterien der Milchviehhaltung, der Milcherzeugung, an den Stallbau, an den Zustand in der Melkkammer, an die Tanks, an die Reinigungskreisläufe. Und jeder Milcherzeuger, der ein Schwäbchen liefern will, muss entsprechende das wird von einer neutralen Stelle beides zertifiziert, muss das entsprechend aufweisen. Was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch wichtig ist, auch 100% unserer Milch, die wir verarbeiten, kommt aus dieser Region. Wir ja. haben im Prinzip keine Zukaufsmilch irgendwoher aus Europa oder sowas, sondern das ist wirklich alles hier. Am Wochenende mit dem Fahrrad einen Ausflug machen, im Taunus, im Westerwald oder im Vogelsberg oder im Odenwald. Ja, da grüßen dich die Landwirte. Dann grüßen einen die Landwirte. Schöne Stallschilder haben wir übrigens auch. Ja, aber es ist ja Wahnsinn, die Menge der pro Kuh hat sich seit 1950 verdreifacht. Sind das dann Zuchterfolge? Oder? Ja, das ist richtig. Die Zahlen, die du eben nanntest, das sind Durchschnittswerte. Die kann ja. ich aber im Prinzip so bestätigen. Die sind natürlich je nach Rasse unterschiedlich. Mhm. Also beispielsweise im Nordhessischen
Gebieten haben wir stärker die sogenannte Rasse der Holsteins. Und ja. Ab dem Main südwärts, Stichwort Weißwurst-Äquator, haben wir eher sogar Rotvieh stehen. Damit steht ein Feld bisschen auch die Milchleistung. Aber in der Tat, über die Generation hinweg hat sich das über die Genetik so ergeben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, würde natürlich wie vor 30, 40 Jahren eine Milchkuh ihre 10, 12 Liter geben, würde das natürlich auch die Wirtschaftlichkeit der bäuerlichen Betriebe sehr einschränken. Ja, du kannst dir ja bei YouTube auch Filme angucken, wie diese Kühe selbstständig in so einen Stand reintreten und gemolken werden. Das ist ja heute auch wahnsinnig. Ich meine, früher mussten die morgens und abends dann den Schemel unter die Kuh stellen. Heute geht das ja fast automatisch, ja? Also ich glaube, wir haben keinen Landwirt mehr, wo der Schemel benutzt wird. Ansonsten gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, Kühe zu melken. Ich muss sagen, dass eigentlich die moderneren Melkformen für das Tier, für die Milchkuh, die angenehmeren sind. Das fängt schon mal damit an, dass die Milchkuh sich melken lassen kann, wenn sie möchte, wenn sie das Bedürfnis da hat. Das war natürlich vor einigen Generationen nicht der Fall. Da stand hatte die nichts zu sagen. Mit der Performance, wann der Bauer in den Kuhstall geht und melken will und wie er melkt. Die heutige Melktechnik ist so modern, das sind Melkkarusselle, auch Melkroboter, aber natürlich auch noch klassische Fischgrätenständer, dass da die Kuh wesentlich individueller betreut wird. Ich kann auch für unsere Landwirte sagen, dass die bei der Gelegenheit sich natürlich auch immer das Tier als Ganzes anschauen und auch die Datenermessung, das sieht dann aus wie ein Hundehalsband, das ist ein sogenanntes Kuhhalsband, dort die ganzen Daten des Tieres erfasst werden. Wann hat sie das letzte Mal getrunken? Wie lange hat sie gelegen? Wie lange ist sie gelaufen? Also hat sie, so eine Apple Watch für die Kuh. Richtig. Hat sie zu lang gelegen? Hat sie vielleicht was an den Klauen? Wann hat sie wie viel getrunken? Kamen zum Beispiel auch Kühe überhaupt nichts ans Trinken? Man redet immer von Nachhaltigkeit und Tierwohl. Kühe sind Herdentiere. Also Stefan Schröder, man muss sich irgendwie um die ersten 10 Kühe einer Herde nie Sorgen machen, weil das sind die Alpha-Tiere, die kommen immer ans Wasser, ans Futter zum Melken und an den Salzleckstein. Man muss sich eigentlich Gedanken in der Herde machen um die Nachzügler. Um die letzten 10 Kühe. Ja. Tierwohl ist, muss man auch immer irgendwie auf die gesamte Herde beziehen. Ja. Und da bietet auch die Melkform entsprechend unterschiedliche Ansätze dazu. Also ich habe mir jetzt schon fest vorgenommen, ich werde mit Sicherheit zum Bauer Kunz auch noch gehen. Ich nehme dich mal mit zum Melken. Ich nehme dich mal mit. Gute Idee. Aber der Kreislandwirt, den ich mal besucht habe, der hatte sogar eine Bürste, wo die Kühe sich selber massieren konnten. Ne? Die gehen dann durch so eine Bürste her. Da sind wir auch wieder bei der Alpha-Kuh, die steht die ganze Zeit unter die Bürste und die anderen kommen nicht rein. Das ist ein sehr menschliches Verhalten. So ist der Begriff Abbürsten entstanden wahrscheinlich. Es gibt auch heute so in diesen heißen Sommern, die wir jetzt inzwischen haben, übrigens ein schöner, moderner Boxenlaufstall, ist heute meistens nach einer Seite komplett offen. Da weht immer ein wunderschöner Wind durch und trotzdem haben die leichte Berieselungsanlagen, das ist wie so ein feinstäubiger Nebel, der also bei der Hitze dann über die Herde verteilt wird. Da gibt es tolle Sachen. Trotzdem, Bauern, hätte ich beinahe gesagt, sind arme Schweine. Wir haben Trecker-Demos. Frau Klöckner sollte aufpassen, wenn sie zu irgendwelchen Kongressen geht, dass sie mit den Bodyguards unterwegs ist. Klöckner, unsere aus Rheinland-Pfalz stammende Ministerin. Der Druck ist unverändert hoch. Qualität, Menge auszustoßen, ständig kontrolliert zu werden und auch trotzdem dauernd Infusionen von der EU zu bekommen. Wie macht sich das in der Zusammenarbeit mit den Landwirten bemerkbar? Ihr seid ja fast täglich in Kontakt. Also ich sag mal so, dadurch, dass wir mit unseren Landwirten täglich in Kontakt sind, kriegen wir vielleicht hier und da die Kritik, die eigentlich an die Politik gerichtet werden müsste. Sei es die in Berlin oder die in Brüssel, auch ab und zu mal abends in unseren allabendlichen Veranstaltungen, großen Parteiversammlungen zu spüren. Das ist aber ein anderes Thema. Jetzt spielt er in der Joghurtdose rum, das hört man auf dem Mikro. Ich sag mal, für uns ist erstmal, müsstest du die Landwirte fragen, aber jeder unserer Milcherzeuger möchte zunächst mal, so wie du und ich, aus seinem Beruf heraus auch sein Einkommen erzielen. Und kein Landwirt ist gerne Almosenempfänger aus Brüssel oder Berlin. Also jeder unserer Landwirte würde am liebsten mit dem
ich sag mal, Milchpreis, Fleischpreis, Eierpreis, Getreidepreis oder wie auch immer, Gemüse-Obstpreis alleine zurechtkommen. Ich glaube, das kann ich einfach mal für die Landwirtschaft generell sagen, obwohl es mir nicht zusteht. Ich bin, wie gesagt, einfacher Molker und einfacher Kaufmann. Es ist auch nicht immer das Preisbild, das nicht stimmt. Man kann zwar sagen, der Milchpreis ist immer schlecht gewesen. Ihr seid da ja zwischen Baum und Borke, ne? Der Handel drückt dich und du musst den Bauern anständig was bezahlen, sonst hast du bald keine mehr. Da sind jetzt wie viel? 33 Cent? Wir sind im Moment bei 33 Cent. Ja. Wobei man sagen muss, ist das ein politischer Preis? Nein, das ist ein erwirtschafteter Preis. Ist gleich ein anderes Thema. Bei den Landwirten spielt aber neben dem Preis, der ihnen bezahlt wird für die Agrargüter, im Moment das Thema der Auflagen, die sie zusätzlich bekommen sollen, eine große Rolle. Wobei das auch nicht unbedingt die Auflagen als solches sind. Die meisten Landwirte, die ich kenne, auch aus dem Milchbereich, sind dazu bereit, diese Auflagen auch zu erfüllen, weil sie, wie gesagt, heute aufgeklärt junge Landwirte sind. Das ist nicht, wie ich vor 20 Jahren angefangen habe, saß abends in einem Bürgerhaus mit 60, 70 Milchlandwirten und da rumorte die Stimmung. Wenn ich heute sowas mache, klappt die Hälfte ihrer Laptops abends erst mal hoch und sagt, das stimmt ja gar nicht, was du sagst, oder er hat recht. Also beide Varianten. Also es ist heute auch die Art und Weise, wie über die Landwirtschaft gesprochen wird. Und dass man einfach die Summe der Landwirte mitnehmen muss auf diese Reise in die Zukunft. Mit Nachhaltigkeit, mit den Themen, die diskutiert werden im Futtermittelbereich, im Düngebereich. Das ist alles richtig. Nur man muss die Landwirte auf diese Reise mitnehmen. Ich bleibe mal politisch da korrekt und nenne keine Namen. Ich finde, dass das mal mehr, mal weniger gut gelingt. Auf Landesebene hat man da kaum noch Einflussmöglichkeiten. Wenn man ganz ehrlich ist, glaube ich auch von Berliner Seite relativ wenig Einflussmöglichkeiten. Da muss man schon europaweit schauen. Genau. Ja, klar. Wie wichtig ist denn nun wirklich für den Verbraucher die Regionalität? Ihr habt, ich glaube, Gutes aus Hessen als Marke installiert. Natürlich wird mir jetzt jeder auf der Straße sagen, dass ihm das wichtig ist, aber du kannst es ja über den Verkauf besonders gut analysieren. Also Bad Schwalbach, Großraum Wiesbaden, Wiesbaden-Mainz, Regionalität ist für uns hier bei Schwäbchen schon mal nicht die politische Landesgrenze. Regionalität gibt es nicht als definierten Begriff. Und wenn man in einem Zweiländereck ist, oder in einem Dreiländereck ist, wie vielleicht in Südhessen, muss man hingehen und sagen, hast du Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Du bist ja von Wiesbaden aus schneller in Mainz und in Ludwigshafen oder in Heidelberg als in Kassel. Ja. Von daher ist Regionalität vielleicht eher so ein soziokultureller Begriff. Regionalität ist für uns ganz wichtig. Man muss vielleicht sagen, in den 80er, 90er Jahren, auch bis zur Jahrtausendwende, war Regionalität nicht unbedingt das, was Verbraucher auf dem Radar hatten. Das ist erst seit 7, 8 Jahren der Fall. Leider hat auch der deutsche Lebensmittelhandel Regionalität nicht unbedingt gebraucht und gewünscht. Das hängt mit den damaligen nationalen Strategien zusammen. Das hat sich so vor einigen Jahren gedreht. Regionalität in Verbindung mit Heimat, in Verbindung mit Nachhaltigkeit, so global und international. Auch die Verzehrverhalten wurden große, gigantische Multikonzerne. So stark war die Rückbesinnung ins Regionale oder sogar ins Lokale. Das ist in der Tat auch für unsere grüne Linie seit einigen Jahren warme Luft unter die Flügel von Schwäbchen, um sprichwörtlich warme Luft unter die Flügel zu sprechen. Und was eigentlich gar nicht so erstaunlich ist, jetzt seit einigen Monaten, obwohl ich Corona wirklich eigentlich nur Negatives abgewinnen kann, dieses Bewusstsein für Regionalität hat auch unabhängig von Milchprodukten nochmal einen Schub gekriegt in der Wahrnehmung. Da gibt es aber eine Gegenbewegung. Also Schlachthöfe haben wir hier in der Region größere nicht mehr. Molkerei seid ihr die einzige weit und breit. Getreidemühlen sind die nächsten, glaube ich, bei Neuss oder Köln. Das heißt, es ist ja eine klassische eine Polarisierung. Man möchte zwar in der Region gut bedient werden, aber die nächsten Verarbeitungsstätten... Du hast sogar noch den Zucker in Mannheim vergessen? Ja, sind weit weg. Ne? Ja, das ist auch sehr bedauerlich. Dass wir Schlachtbetriebe, Mühlen, Zucker, Molkereien, die nächste Veredelungsstufe in der Wertschöpfungskette der Agrarerzeugnisse nicht mehr hier bei uns im Land haben. Hessen steht für viele positive Attribute,
ich sag mal, urban, modern, schnelllebig, Flughafen, Frankfurt, Banken, Versicherungen, vielleicht noch Chemie, Pharma, Auto. Mhm. Aber Hessen hat im Vergleich zu den anderen Bundesländern einen sehr schweren Stand in Bezug auf den Agrarbereich oder die Nahrungsmittel. Da muss man ganz ehrlich sein, Bayern, Baden-Württemberg, auch Rheinland-Pfalz oder Thüringen, das sind so ein paar Bundesländer um uns herum, es gibt noch ein paar mehr, lassen wir es mal, haben von Haus aus ein stärkeres Image für Agrargüter. Na, das hört man nicht immer gern. Das hört man übrigens auch in der, das hört man auch in der hessischen Landesregierung nicht immer gern. Herr Berzlis, gerade Sie als Schwäbisch-Vertreter, wie können Sie sowas sagen? Weil es einfach so ist. Das ist ein Fakt. Das hängt auch ein bisschen eben mit dem urbanen Logistik-Großraum zusammen, mit dem wir hier sind, obwohl in Hessen der meiste Wald steht. Ja. Hessen ist das waldreichste Bundesland, das Zitat unseres Ministerpräsidenten. Mir geht es darum, dass trotzdem in Hessen Tiere gehalten werden für den Fleischkonsum, dass Milch erzeugt wird für den Milchkonsum und dass ja auch Rüben angebaut werden für Zucker und so weiter und so fort. Und das ist ganz wichtig, oder es ist ein Nachteil für unser Bundesland, dass diese Wertschöpfung aus dem Land gegangen ist, weil natürlich jetzt aus anderen Bundesländern heraus über die Agrarentwicklung in Hessen aber entschieden wird. Ja. Und der Markt ist extrem umkämpft. Ein Grund, nehme ich an, warum ihr so diversifiziert bei den Produkten. Das ist ja vielen aus deiner Sicht wahrscheinlich leider nicht bekannt, aber wir zählen einfach mal ein paar Dinge auf, die inzwischen bei euch hergestellt werden, die im Markt unterwegs sind und die man nicht unbedingt mit einer Molkerei klassischen Zuschnitts verbindet. Da steht also Skyr. Das ist nach isländischer Art. Was genau, mit was könnte man das vergleichen? Joghurt? Skyr ist vom Produkt her eine Art, steht zwischen Quark und Joghurt. Jetzt, das ist Skandinavien so. Jetzt sind wir bei Ayran. Das ist nun ganz tief im Mittelmeer. Das ist die Türkei. Ethnisch, jawohl. Ja, also das sind jetzt auch... Es ist ein Absatzmarkt. Wir haben in Wiesbaden 40% Menschen mit Migrationshintergrund. Die meisten sind türkischer Abstammung. Ist das auch mit Blick darauf ein Produkt? Ja. Was haben wir da? Unseren Caffredo nicht zu vergessen. Genau. Caffredo, steht da sogar vegan? In dem Fall, unser neues Produkt ist ein veganer Caffredo, ja. Ein veganer Caffredo. Der Spundekäse? Grüne Soße, jawohl. Grüne Soße, ja. Wir haben uns... Vor Jahren eigentlich schon, sind wir uns schon klar geworden, dass man mit Milchsahne, Quark und Joghurt auch in Anbetracht unserer mittelständischen Größe gewisse Kostennachteile in der Produktion hat gegenüber unseren Wettbewerbern, die 10, 20 Mal so groß sind. Ja. Und dass es auch vermarktungsabsatzseitig, Stichwort Verbraucher und Handel, schwerer wird, ein Liter Milch, ein Päckchen Quark, ein Becher Sahne, ein Becher Joghurt an die Frau, an den Mann zu bringen. Was kostet jetzt so ein Liter Milch eigentlich im Handel? Du hast gesagt, den Bauern zahlst du 33 Cent. Also in unserem Fall haben wir ungefähr für unseren Liter Milch im Handel ein LVP, einen Ladenverkaufspreis von knapp unter einem Euro. Ja, so. Wenn man in so einem urbanen Großraum lebt, wie wir das tun, wenn man gleichzeitig weiß, dass Familien immer weniger zu Hause essen, vielleicht noch am Wochenende gemeinsam gekocht wird, wenn überhaupt, dass viele Menschen in Betriebskantinen außer Haus einfach essen. Da muss man sich ja gerade als mittelständische Molkerei Gedanken darüber machen, wie positioniere ich mich für die Zukunft. Ja. Und das haben wir vor vielen Jahren getan. Uns ist natürlich da das Thema der To-Go-Getränke, vom draußen Aufhalten her, unterwegs sein, aufgefallen. Wir haben mit Caffredo in vielen Sorten entsprechende Kaffeegetränke entwickelt. Natürlich ein bisschen in Anlehnung an die Coffeeshops, die in den letzten 10 Jahren in jeder Fußgängerzone wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind. Natürlich haben wir uns auch ethnische Bereiche angeguckt, das ist ganz klar. Und da spielt das Thema Ayran eine große Rolle. Übrigens wissen wir inzwischen, dass also die Hälfte der Verwender von Ayran durchaus Deutsche sind. Also nicht, dass nur Türken Ayran trinken. Gut, also mittlerweile kennt Pizza, warum soll er nicht auch Ayran trinken? Ja. Also es gibt fast kein isotonisch geschmacklich besseres Produkt. Und das sind Dinge, wo ich sage, die haben uns auch in den letzten Jahren vom Wettbewerb her abgegrenzt. Die sind in einem Großraum Hessen, Rheinland-Pfalz, das nördliche Baden-Württemberg, auch wirklich auf viel Zuspruch gefunden. Und daraufhin haben wir uns spezialisiert. Und darauf aufbauend lässt sich dann auch wiederum ein entsprechender Auszahlungspreis
an die Landwirte auszahlen. Mhm. Ne? Weil das ist so eine Querfinanzierung. Wir brauchen einfach Wertschöpfungsprodukte, um auch hier eine bäuerliche Basis zu halten. Vielleicht noch in Ergänzung zu dem, was ich eingangs sagte, will da keinem Milcherzeuger im Allgäu oder in Friesland zu nahe treten. Aber Milcherzeuger in Hessen zu sein und in meiner Generation, auch in der jüngeren Generation, die Milchwirtschaft von seinen Eltern zu übernehmen, wo es ja auch hier Jobalternativen gibt, die sich vielleicht irgendwo in Niederbayern oder in der Eifel so gar nicht stellen. Und hier gibt es ja, ist ja eine Jobmaschine, der Großraum Rhein-Main bis dato war ja auch eine Jobmaschine. Also Alternativen zu der Tatsache, an 365 Tagen im Jahr zweimal in den Stall zu gehen und zu melken. Und Urlaub kannst du vergessen. Ja, und zu sehen, wie parallel dazu Pachtpreise, Grundstückspreise durch die Decke gehen. Und trotzdem hältst du in einer solchen Region eine Milchviehhaltung aufrecht. Da brauchst du ein paar Cent mehr Einkommen als Milcherzeuger. Vielleicht irgendwo wie im norddeutschen Flachland. Auch wegen der Lebenshaltungskosten. Und, ne? Richtig. Und deswegen sind wir also darauf angewiesen, gemeinsam mit unseren Landwirten da Mehrwert über solche auch modernen Produkte zu generieren. Caffredo ist jetzt aber kein Produkt mehr nur hier in der Region. Das Nein, das ist richtig. Also wir sind eigentlich mit drei Umsatz- oder Absatzstandbeinen unterwegs. Das ist natürlich die gesamte grüne Linie, wie hoffentlich die meisten Hörer und Leser kennen. Natürlich mit den Spezialitäten Spundekäse und grüne Soße. Wo ich auch sage, wir haben ja nicht Spundekäse erfunden bei Schwäbchen. Wir haben auch nicht die grüne Soße erfunden, soll Goethes Mutter gewesen sein. Ja. Aber trotzdem haben wir daraus aus einem Gastronomieartikel einen Convenience-Artikel gebraucht. Es ist nicht jeder Frau, jedem Mann danach, abends eine grüne Soße zuzubereiten und kann eben konvenient dazu im Kühlregal greifen. Mit solchen Artikeln, das ist das eine Thema, also die grüne Linie. Dann haben wir das Thema mit den Kaffeeprodukten. Das ist auch auf die engere Region begrenzt. Hessen, Rheinland-Pfalz, nördliches Baden-Württemberg. Ja, meine Tochter schimpft, dass es den Spundekäse in Köln nicht gibt. Das liegt aber nicht an uns. Nicht. Rewe ist nicht interessiert, oder was? Ja, ich sag mal, den Spundekäse, den isst man hauptsächlich dort, wo es guten Weißwein zu trinken gibt. Ja. Köln, nicht zum Köln fällt da ein bisschen aus dem Raster. Aber ich will da keinem Kölner zu nahe treten. Nein. Einer unserer besten Kunden sitzt in Köln, gar keine Frage. Mhm. So, und das andere, sowas wie ein Caffredo, den wir auch optisch mehr in der Welt des Kaffees verankert haben. Ja. Übrigens, da reden wir ja auch nicht von dem Guten aus der Milch. Mhm. Und wie gesund die ist und wie viel Milcheiweiß da drin, sondern da erzählen wir, da verkaufen wir die Welt des Kaffees. Ja. Bei Spundekäse verkaufen wir die Welt des Weins. Mhm. Bei der grünen Soße natürlich auch wieder entsprechende anderen Attribute. Und da sind wir durchaus auch überregional unterwegs. Und ja, man wird es nicht glauben, mit dem Thema Ayran sind wir sogar national unterwegs. Aha. Auch unter einer eigenen Marke Körfest. Wir kommen jetzt zu der gefürchteten Rubrik auf ein Wort. Bist du bereit? Vor was hast du am meisten Angst? Angst habe ich prinzipiell eigentlich vor nichts. Allerdings bin ich als Junge natürlich nicht in den Milchtank gefallen. Also hätte ich Angst davor, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt. Nein, das Einzige, was mich wirklich massiv einschränken würde, wären Gefahren für die Gesundheit. Mhm. Wenn mit der Gesundheit was wäre, beziehungsweise natürlich auch mit der Gesundheit der eigenen Kinder. Davor habe ich jetzt nicht unmittelbar Angst, aber das würde mir am meisten Angst machen. Schreck einflößen. Ja. Was ist dir eine Sünde wert? Dazu reicht deine Interviewzeit nicht. Okay, jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei dir? Jeder Mensch ist eitel, ist, glaube ich, richtig. Ich versuche nicht zuletzt durch die Orientierung an meinen Eltern, die sehr bescheiden geblieben sind, zumindest das Ganze immer nüchtern zu betrachten und mit jedem meiner Gesprächspartner adäquat umgehen zu können. Das hat aber nichts mit Eitelkeit zu tun. Dann muss ich richtig lange überlegen. Du kannst ja sagen, musst du meine Lebenspartnerin fragen. Welcher Mensch ist dein Vorbild? Das ist unterschiedlich, je nach Bereichen. In weiten Teilen sind es mit Sicherheit auch meine Vorgänge hierin, weil man irgendwo dieses Erbe mit sich trägt. Ansonsten muss ich sagen, ich glaube, jeder Selbstständige, ob er eine Landwirtschaft hat, ein Handwerk hat,
ein Unternehmen oder ein Handelsunternehmen. Ich glaube, ein Vorbild ist für mich irgendwo jeder, der selbstständig seinen eigenen Bleistift verdienen muss. Gäbe es oder hätte es beruflich eine Alternative gegeben? Ja, denke ich schon. Von der Ausbildung her auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, die ist mit dem betriebswirtschaftlichen Studium sehr breit gefächert gewesen. Aber nochmal, ich schätze meine eigenen Fähigkeiten doch so bescheiden ein, um zu wissen, dass ich keinen größeren Namen wie den von Schwäbchen führen und verantworten kann. Der größte Wunsch fürs Alter? Gesund bleiben. Ja, du hast es mehrfach angedeutet. Es war ja wirklich auch ein wichtiger zweiter Zweig für euch. Ihr wart dabei, ihr hattet gerade die Umsätze beim Frischdienst hochgebracht. Gejatzt, sodass die Herstellung hier in Bad Schwalbach übertroffen hat. Richtig. 260 Leute, glaube ich, gegen 160 hier etwa. Ja, ne? Ja, ja. Und der Frischdienst sitzt in Mainz-Hechtsheim, ja, und in Ilsfeld. Ilsfeld ist bei Heilbronn. Und was faszinierend ist, das musst du bitte mal erläutern, da werden ja nicht nur eure Produkte vertrieben, da wird natürlich in rauen Mengen jetzt Milch und Sahne auch verteilt, in Großpackungen, aber ihr habt 10.000 Produkte da. Sieht man Ketchup und Maggi und Ähnliches. Genau. Ein großes Verteilzentrum, also auch mit leider Gottes eben auch viel Logistikaufwand. Alles, was ein guter Küchenchef braucht. Ja, das ist richtig. Das ist unser zweites Geschäftsfeld, das mittlerweile sogar das größere von den beiden Geschäftsfeldern ist. Mhm. Auch mit mehr Mitarbeitern, mit mehr Umsatz, vielleicht sogar zumindest bis vor Corona das wirtschaftlich erfolgreichere. Ja. Völlig losgelöst vom Molkereigeschäft. Die 60 grünen Artikel gibt es auch bei unserem Frischdienst, aber in der Tat, wir haben dort 10.000 Lebensmittel. Mhm. Nicht unbedingt in der Einzelhandelsgröße, sondern in großvolumigen Gebindeeinheiten. Alles, was man für die Gastronomie, die Hotellerie, Betriebsverpflegung, Kantinen, Mensen in Krankenhäusern, Altenheimen, Universitäten, das sind auch so typische Kundengruppen, die wir haben, Flughafen, Messen, Kongresse, eben braucht. Und dieses Unternehmen hat sich sowohl in der Logistik wie auch im Sortiment, wie auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern her, völlig losgelöst von dem der Molkerei entwickelt. Eine Parallele zu der Molkerei ist insofern da, dass das Unternehmen ja in diesem urbanen Großraum Rhein-Main-Neckar, da gehört also auch Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg mit dazu, entsprechend unterwegs ist. Oder von Ilsfeld aus auch der gesamte Großraum Stuttgart. Wenn nicht sogar, muss ich sagen, wir sind im gesamten Südwesten unterwegs. Wir fahren auch bis ins Saarland. Dass das ein Raum ist, in dem der Außerhauskonsum, der Außerhausverzehr in den letzten 10, 15 Jahren, oder muss nur jeder von uns in seine eigenen familiären Verhältnisse oder in die Verhältnisse der Bekannten des Freundeskreises schauen, immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Die Menschen haben, zumindest vor Corona, immer mehr außer Haus gegessen. Nochmal, es wird bestenfalls noch am Sonntag zusammen zu Tisch gegessen. Ja. Und das ist einfach der Wachstumsmarkt generell für Lebensmittel, der übrigens auch noch wächst. Im klassischen Einzelhandel wächst die Menge an verkauften Nahrungsmitteln eigentlich nicht mehr. Es gewinnen und verlieren mal die einen und die anderen. Aber dieser Außerhausmarkt ist eigentlich der Wachstumsmarkt bisher gewesen für Nahrungsmittel. Und jetzt hat euch Covid-19 brutal eingebremst, wie alle eure Kunden eben? Ja, natürlich und leider. Kurzarbeit? Ja, im Moment haben wir noch beide Standorte in Kurzarbeit stehen. Vielleicht für mich persönlich auch eines der wichtigsten Ansinnen, die beiden Standorte, die Belegschaft dort aus der Kurzarbeit herauszuholen. Wobei ich sagen möchte, wir haben dort nie diese harte Kurzarbeit gehabt mit 0%, sondern wir haben zu dem Kurzarbeitergeld von den Arbeitsämtern immer Quoten gehabt, die also wirklich eine Mindestbeschäftigung auch so von um die 50% des Unternehmens aufrechterhalten haben. Also die Betriebe waren nicht geschlossen. Also es gab ja nach wie vor die ganzen Sozialeinrichtungen, also Kliniken, Altenheime, die sind ja weitergelaufen. Ne? Also viele Kantinen, Betriebsverpflegungen, die waren natürlich geschlossen oder haben nur noch abgepackte Nahrungstabletts verteilt. Aber einiges ist ja auch weitergelaufen. Ja. Und aktuell ist es auch so, dass weite Bereiche aus dieser strengen Kurzarbeit bereits, also es hat sich bereits schon wieder erholt. In Ilsfeld ein Ticken besser, da sind wir schon wieder bei 80-90% der Umsätze vor Corona. Ach ja. Da sind wir auf der Kundenstruktur her eigentlich absolut schon wieder zufrieden.
Von Mainz aus ist es natürlich etwas schwieriger. Also wenn man weiß, Messen, Kongresse, Flughafen Frankfurt, findet nichts statt. Wir sind hier auch nicht die touristische Region, wie irgendwo in Bayern an der Nord- oder Ostsee. Ja. Bei uns haben die Menschen übernachtet, wenn irgendwo Tagungen oder Ähnliches stattfanden. Und die fehlen der hiesigen Hotellerie beispielsweise sehr. Und wenn sie auch mit großen Unternehmen, die eine eigene Kantine haben, reden, gehen die auch hin und sagen, wir haben noch viele Mitarbeiter, im Homeoffice. Ja. Und was man hört, ist ja auch, selbst wenn, in welcher Art und Weise in der neuen Realität die Kantinen wieder aufgehen, das Thema Homeoffice hat eine ganz neue Bedeutung, Corona hin, Corona her. Ja. Für die nächsten Jahre gewonnen. Sind es eher die Snacks, die euch retten könnten. Ja. Ich stelle mir vor, ihr habt eine Wahnsinns-LKW-Flotte. Die Milch muss abgeholt, die muss auch wieder irgendwo hingebracht werden. Das frische Zentrum hat auch... Wie empfindlich seid ihr dann für Auflagen, Umwelttechnik, für Benzinpreise, all das, was Autofahrer ja auch schon beschäftigt, Maut und solche Dinge? Ja, kommen wir zurück zur Molkerei. Natürlich, jeder Liter Milch, den wir von dem Landwirt einsammeln, der wird zu der Molkerei gefahren. Dann sind wir ein frischer Betrieb, wir verarbeiten drin und dann fahren wir diesen Liter Milch als was auch immer verarbeitet ja wieder weg. Mhm. Das tun wir zum Teil mit Speditionen, mit externen Speditionen, aber von Mainz aus beispielsweise und Ilsfeld auch mit über 80 eigenen LKWs. Boah. Ja. Und wenn dann entsprechend Treibstoffe oder Mautgebühren höher ansteigen, dann muss man das in die Produkt- oder Sortimentskalkulation umlegen. Davon können wir alle ausgehen, dass der Handel dafür aber nicht gleich mehr bezahlt. Zumal der ja auch in seiner Feindistribution auch höhere Kosten zu tragen hat. Heute muss irgendwo jede Wertschöpfungsstufe die bei ihr entstehenden Kosten auch selbst tragen. Und weil wir hier am Standort auch in Bad Schwalbach in unserer Mittelständigkeit etwas beengte Verhältnisse haben, müssen wir eben sehen, dass wir das über entsprechende Mehrwertkonzepte an den Markt weiterbringen. Du hast gerade den Handel erwähnt. Deutschland gilt ja als am härtesten umkämpfter Markt, gerade was Lebensmittel angeht. Selbst so ein Riese wie Walmart ist hier jämmerlich gescheitert. Ja. Das heißt, da ist man ständig im Schraubstock und jetzt kommt seit einigen Jahren als sozusagen Kai aus der Kiste, als dritter Player noch das Internet dazu. Ja. Und das, was vor ein paar Jahren undenkbar war, dass Lebensmittel über das Internet auch in Deutschland vertrieben werden, wird verstärkt durch Corona jetzt auch exerziert. Ist das für euch eigentlich überhaupt eine Überlegung, selber da aktiv zu werden, über einen eigenen Internetvertrieb? Das ist eine gute und eine ganz umfassende Frage. Ich versuche da irgendwie das Ganze mal zu umreißen. Also auf jeden Fall fern liegt mir jetzt jede Form des Handelsbashing, ne? Das Schimpfen auf das Handel. Ja. Dass der Einkauf unserer Kunden gut zu verhandeln weiß und dass da entsprechend Druck ausgeübt wird, das mag sein. Da führen wir auch hier und da schwierige Konditionsgespräche. Auf der anderen Seite kann man heute auch mit dem Einzelhandel entsprechend wachsen. Er bietet natürlich auch entsprechendes Potenzial. Wenn wir hier zu unseren Vollsortimentskunden gehen und sagen, hier ist ein Artikel und der ist gut und den greift der Handel auf, dann steht er eben auch gleich in 300, 400 oder 500 Märkten. Ja. Also das kann man so sehen und so sehen. Und gleichzeitig ist der Handel nun mal das Nadelöhr zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das ist auch nicht nur in unserem Falle so, sondern das gibt es ja auch in allen anderen FMCG, Fast Moving Consumer Goods, also allen schnell drehenden Konsumgütern. Wir haben in Deutschland eine sehr enge Dichte an Lebensmittelmärkten, stationär in der Nachbarschaft, und deswegen lag auch der sogenannte Online-Anteil bei Lebensmitteln bei 1 vielleicht vor Corona, bei 1-2% so hatte ich's auch noch in des gesamten Volumens. Was man also jetzt von Büchern und Möbel und Schuhen oder Textil hört, das ist also auf Nahrungsmittel überhaupt nicht zu übertragen. Und das Hin- und Herschicken funktioniert ja dann zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt, mit Lebensmitteln auch nicht. Und die Verbraucher haben ja auch ein großes Bedürfnis, die Ware, die sie kaufen, Lebensmittel sind Mittel zum Leben, zu sehen, zu fühlen, anzufassen, nur bedingt,
Man darf auch nicht vergessen, welche große gesellschaftliche Bedeutung der Lebensmitteleinzelhandel in der Hochphase von Corona gespielt hat. Das war die letzte Wirkungsstätte, wo wir alle noch hindurften, um uns zu versorgen. Das muss man auch sehen. Natürlich hat auf der anderen Seite jetzt durch Corona der Onlinehandel auch für Lebensmittel einen Push bekommen. Ja. Ich habe da keine Zahl, ob aus den 1-2%, 4-5% oder 6% geworden sind. Ich glaube auch, dass es in den nächsten Jahren mit dem Online-Lebensmittelhandel weitergehen wird. Hochproblematisch halte ich in dem Zusammenhang nicht die Bestellung, sondern die Zustellung, dieses berühmte Problem der letzten Meile. Ja. Ich glaube, wir alle kennen in den Städten oder mittlerweile auf dem Land dann die zweite Fahrspur, die von irgendeinem Zustelldienst zugepackt ist. Ob das alles ökologisch dann so sinnvoll ist, muss man auch mal die Politik fragen. Ich glaube aber fest daran, dass es den stationären Einzelhandel mit seiner Vielfalt, und das sind ja nicht reine der Vollsortimentshandel, für einen Discount möchte ich das nicht sagen, aber der typische Vollsortimentshandel, das sind ja heute auch Erlebniswelten für Nahrungsmittel. Das macht ja auch, also mir persönlich, ich gehe übrigens auch selbst gerne einkaufen, Lebensmittel einkaufen und stehe auch nicht nur vor dem Kühlregal, ich gucke mir das alles an. Das sind ja Erlebniswelten und das macht ja auch Spaß. Da muss ich eine Anekdote erzählen. Wir waren ja auch mal zusammen Kaffee trinken zu später Stunde in einem bekannten Wiesbadener Ausflugslokal oder auch einem Speiselokal. Und du hast die Kellnerin examiniert, ob sie Schwäbchenprodukte hätten, was in dem Kaffee für eine Milch drin sei. Und bist ihr sogar hinter die Theke hergestiegen, um zu kontrollieren, ob da Schwäbchenmilch ist. Das ist das Schicksal, wenn man mit mir abends weggeht. Also ich gucke auch bei den Kaffeemaschinen, welche Milch da steht. Das hat Methode. Das hat und dann wird das Lokal boykottiert, wenn das keinen Schwäbchenmilch führt. Denkbar. Ja. Es gibt Trends, gesamtgesellschaftliche Trends, an denen ihr nicht vorbeikommt. Wir haben über das vegane Caffredo-Getränk gesprochen, über Ayran, Skyr und so weiter. Inwiefern prägt die Digitalisierung deinen Betrieb? Ich habe gesehen, es gibt Roboter, die bei euch aktiv sind. Mhm. Das ist natürlich auch ein Teil bei der Rationalisierung, nehme ich an. Mhm. Softwaregesteuerte Maschinen, die Produkte werden vermutlich auch digital gemessen, was die Qualität angeht. Wie hat sich das in den letzten Jahren geändert und was kommt da noch auf euch zu? Das ist ein dynamischer Prozess. Dass wir heute nicht mehr mit Butterfass und Melkschimmel arbeiten, ist klar. Also auch in der Molkerei oder auch bei unseren Landwirten. Molkerei hat die Industrie ihre technisch-technologischen Fortschritte entwickelt, auch bis hin zur Digitalisierung. Was früher allein, wenn ein Joghurt im Tank reifte und dick gelegt wurde, dem Molkereimeister allein und seinem Goodwill überlassen war, ob jetzt diese weiße Masse in dem Tank zur Abfüllung bereit ist oder nicht. Hat er einen Finger da reingesteckt? Was auch oder so, was ja, genau, so ein bisschen von der Tagesperformance und dem, was er kurz vorher gegessen hatte, abhängig war. Das unterliegt natürlich heute ganz strengen Parametern, die entsprechend überwacht werden. Das ist auch gut so, weil die gleichbleibende Qualität, glaube ich, für einen Markenartikel das A und O ist. Und Automatisierung, Digitalisierung, Roboter, das sind bei uns Palettierroboter. Also als junger Kerl habe ich tatsächlich noch in der Produktion hemdsärmlich die Kisten und die Bechersteigen aufeinander gesetzt. Sowas wird heute automatisiert, weil es auch Tätigkeiten sind körperlicher Art, die heute keiner mehr ausführen mag und die auch sicherlich der Linieneffizienz dienen. Das ist eine Entwicklung, der wir uns fortlaufen. Also man muss mal so ein paar Zahlen nennen. Ich hoffe, ich ordne das richtig zu. 7000 Packungen Trinkmilch pro Stunde. Ja. 35.000 Liter werden pro Stunde verarbeitet. Das ist, wenn die Milch angenommen wird und durch den Betriebsraum fährt, Grüne Soße 14.000 Becher pro Stunde. Das erscheint mir pro Stunde etwas zu viel. Kann ich auch kaum. 9000 Becher Caffredo pro Stunde. Das kommt hin. Wahnsinn. Was macht denn eigentlich dann die Berufsausbildung? Ich meine, der Molkereifacharbeiter, der hat ja eigentlich was anderes gelernt, als mit solchen Maschinen umzugehen. Oder ist das stark jetzt auf den Berufsschulen und bei euch auch schon darauf ausgerichtet? Also, dass du, Stefan, dass du das Thema ansprichst, ist für uns ganz, ganz wichtig und trifft einen Lebensnerv. Denn wenn wir wissen, dass die Schwäbchenmolkerei die einzige größere Molkerei in Hessen ist,
Wo werden die ausgebildet? Wir aber irgendwo in Bayern Molkereien haben, die sich auf dem Schoß sitzen. Ja. Dann muss man sich genau das vorstellen, dass Laborfachmann, Molkereitechniker, Molkereifachmann ja in unseren Breiten hier nicht der populäre, das populäre Berufsbild ist, wie irgendwo in der Lüneburger Heide oder in Oberbayern. Ja. Und in der Tat, junge Menschen, die wir für unsere Jobs begeistern müssen, die gehen also tatsächlich in beispielsweise in Kempten im Allgäu, dort zur Berufsschule und haben dort also Blockunterricht. Die leben dann im Internat oder wie geht das? Ja, oder haben so die haben eine Wohnung. Bullenheime, die meisten nehmen sich noch eine Wohnung. Aber das ist in der Tat, also hier in unseren Breiten, auch wenn man weiß, was andere Unternehmen ausbilden oder für ausgebildete junge Menschen dann bereit sind, Anfangsgelder zu bezahlen, das ist ein Riesenthema, dann ist das für uns ein Lebensnerv, wo wir wirklich uns tagtäglich darum bemühen, hier Fachkräfte, wie gesagt, zu bekommen. Ist ein harter Kampf? Oder? Das ist ein harter Kampf insofern, dass ein junger Mensch, der sich entschieden hat, was mit der Milch zu machen, Technologie oder im Labor. So junge Menschen haben gelernt, an 7 Tagen die Woche zu arbeiten, im Dreischichtbetrieb zu arbeiten. Hygienemaß steht auf allerhöchstem Niveau. Schwarz-Weiß-Trennung als Stichwort. Das sind häufig Dinge, die bei jungen Menschen nicht so populär sind. Ja. Ich muss sagen, diejenigen, die bei uns dann ausgebildet sind, wir haben ja sehr viel pharmazeutische Industrie hier im Großraum. Ja. Nennen jetzt mal keine Namen oder Chemie. Die jungen Leute sind Anfang 20. Mhm. Die werden von solchen Unternehmen mit Handkuss aufgesaugt. Und dass eine pharmazeutische Industrie mehr bezahlen kann, wie eine mittelständische Molkerei, ist, glaube ich, klar. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber schüttel mal so aus der Hand so ein paar Berufe, die bei dir unterkommen, die ihr hier vertreten habt. Ja, also zum Beispiel im Labor, Laborantin, Labor, das ist das eine. Dann Molkereifachleute, Männlein wie Weiblein, Molkereitechniker, rein theoretisch auch, Männlein wie Weiblein, den gesamten Bereich der Instandhaltungstechnik, Mechatroniker, Elektriker, auch Schlosser, das sind mal um technische Bereiche zu nehmen, bis hin zu Lagerist. Oder bleiben wir Lebensmitteltechnologinnen, Lebensmitteltechnologen. Mhm. Also sehr vielfältig. Ja. Auch, was wir festgestellt haben, wenn wir aus Handwerksberufen, Köche, Bäcker, die wir bei uns beschäftigen, die bringen dieses Grundverständnis für Hygiene, Qualität, Lebensmittel, auch Arbeitszeiten von vornherein mit. Ich muss nochmal persönlich werden. Man kann sich vorstellen, dass auch du 24/7 unterwegs bist, aber gibt es auch Freizeit für den Chef? Machst du Sport? Gehst du in die Oper? Also ich muss dazu sagen, meine Freizeit, mein Hobby ist mein Beruf ist Hobby. Also ich will mich nicht mit den Großen des Sports vergleichen, aber ein bisschen ist es so, dass man irgendwo 24 Stunden für diesen Betrieb lebt und denkt. Das ist nicht immer belastend, aber irgendwo der letzte Gedanke, wenn du ins Bett gehst, gilt der Firma. Ohne dass es was Konkretes wäre. Natürlich hat einen mal was gefreut oder geärgert, aber meistens ist es einfach so ein latentes Hintergrundrauschen. Wenn man morgens aufwacht, hat man die Augen noch nicht auf und da ist sozusagen der erste Gedanke auch schon wieder beim Betrieb. Übrigens, das teile ich mit unseren Landwirten, denen geht es im Prinzip genauso. Ja, klar. Das ist kein konkreter Gedanke, dass man sagt, ach, heute hast du den Termin, schön oder blöd. Gibt es auch, aber meistens ist es einfach so ein Hintergrundrauschen und daran gewöhnt man sich, da wächst man rein. Wie gesagt, da habe ich auch von der Familie her gute Vorbilder und damit weiß man dann umzugehen. Von daher ist Hobby Beruf und Beruf Hobby und die reine Zeit, weil du Sport fragst, die wird dann irgendwo ein bisschen schwierig. Natürlich versucht man möglichst viel Zeit auch mit den Kindern zu verbringen. Sport ja, also ich kriege in der Woche in unserem Wiesbadener Stadtwald einen Marathon hin. Doch, ja. Allerdings auf 3 Tage aufgeteilt, nicht am Stück. Ja, okay. Nicht am Stück. Das sind Dinge, wo ich auch sage, da kommen sie auch nicht schlauer aus dem Wald wieder raus. Mhm. Aber man sortiert sich ein bisschen. Und was ich auch sagen kann, bei Wind und Wetter. Gibt es ein Getränk oder ein Produkt aus deiner Palette, das dir besonders zusagt, von dem du nicht wegkommst? Also ganz ehrlich, wenn ich morgens noch einen warmen Kaffee trinke und kann da eine Frischmilch von uns aufmachen, ziehe ich mir den ersten Schluck aus der Packung direkt in den Schlund rein. Aha. Ansonsten muss ich sagen, ja, also das mit dem Caffretto gefällt mir schon sehr gut dann den Tag über. Eigentlich bin ich von all unseren Produkten begeistert. Letzte Frage. Gerne. 3 Töchter. Ja.
Da geht natürlich jetzt, du, bei euch waren das jetzt drei Männer, die die Generationenübergaben jeweils geschafft haben. Deutet sich da irgendwo bei den Töchtern an, dass sich also als erstes will ich falle dir ungern ins Wort, das weißt du, ja. Respekt vor einem Redakteur, aber als erstes vielleicht auch noch, ich habe eine Schwester. Ah ja. Und meine Schwester ist auch im Aufsichtsrat der Gesellschaft. Mhm. Also weil du jetzt so den Übergang zu den Töchtern, also ja. So viel dazu, okay. Jetzt. Gegendert seid ihr schon. Wir sind schon gegendert, ja. Ja. Ist ja auch die Milch. Ja. So, und gibt's, ich meine, du übst selbstverständlich keinen Druck aus auf die Kinder, ist klar. Aber manchmal merkt man das ja, dass sich jemand schon von den Kindern mehr interessiert, mal nachfragt und ähnliches, ob das womöglich ein Beruf für einen wäre oder? Also ich weiß von meinen Kindern inzwischen, weil sie ja zum Teil auch jetzt schon in der Volljährigkeit sind, dass es sie auch mit einem gewissen Stolz erfüllt, wenn sie irgendwo einkaufen gehen und sehen da mehrere ja. Meter grüne Produkte, die sind vom Papa. Ja. Ganz so platt ist es nicht. Oder wenn hier irgendwo im Großraum Rhein-Main-Neckar die grünen LKWs mit einem Mainzer Nummernschild übrigens rumfahren, dann freuen die sich auch. Ja. Also das hat auch seine Werbewirkung innerhalb der eigenen Familie. Ansonsten halte ich das eigentlich auch sehr offen. Ja, ja. Vom bisherigen Werdegang her traue ich es allen zu. Das ist nicht das Thema. Ob in einigen Jahren, ich bin ja auch erst 53. Ja, ist noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Und bei den Kindern muss man sich überlegen, ob das auch wieder unmittelbar die operative Führung sein muss, wie das bei meinem Großonkel, Vater und mir war, oder ob das auch in einer Konstellation sein kann, wie es jetzt meine Schwester, deswegen habe ich das eingeworfen, ist, dass man sagt, dass das Engagement der Familie in diesem Unternehmen, nicht das soll ja auf richtig. Jeden Fall bestehen bleiben. Ja. Ob das immer die operative Führung ist, weil ich ja wie gesagt auch meine unwahrscheinlich guten Führungskräfte in beiden Geschäftsfeldern sehe, ob man das eventuell auch nur über den Aufsichtsrat, den wir haben, gestalten kann. Man kann ja auch eine aktive Rolle im Aufsichtsrat beispielsweise, einen passiven Aufsichtsrat, einen aktiven Aufsichtsrat. Ja. Das muss die Zukunft zeigen. Ich glaube, da haben wir viele Möglichkeiten. Da denke ich im Moment noch nicht so sehr dran. Wirst du den 100. Geburtstag der Firma noch aktiv im Job erleben? Ich kämpfe dafür. Das sind noch 18 Jahre. Ich kämpfe dafür. Kompliment. Vielen Dank fürs Gespräch. Ein Angebot der VRM.